Moin liebe Top-Familie und liebe Simmer-Singer-Fans da draußen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir machen weiter mit den besten Charakteren bei Simmer-Singer. Wir sind bei der sechsten Staffel angelangt, also schon fast am Ende. Danach haben wir jetzt noch zwei Videos, nämlich die siebte und die achte. Von daher seid auf jeden Fall gespannt. Staffel 6, kann ich sagen, habe ich mich so ein bisschen schwer getan, auch bei Staffel 7. Weil man muss ja hier unterscheiden. Wir gehen hier nicht nach einer Maske, wir gehen hier nicht irgendwie nach Auftritten, sondern nach dem Charakter. Wer hat am besten so seinen Charakter umgesetzt? Wer hat irgendwie vielleicht neue Facetten gezeigt? Und das bewerten wir. Wenn auch ihr eine Videoidee habt, irgendein Ranking zu The Masked Singer, zu Let's Dance oder irgendwelche anderen Videos, dann schreibt diese Ideen noch sehr gerne unten in die Kommentare hin. Ansonsten gebt auch einen Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Und dann würde ich sagen, starten wir rein mit Platz 10. Platz 10 fiel mir einfach, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr letzte Woche das Video gesehen habt, dann habt ihr vielleicht schon so eine leichte Vorahnung. Denn auf Platz 10 ist für mich Galaxis. Leider. Also Maske an sich, kreativ. Man hat sich da so ein bisschen ausleben lassen. Den Kopf finde ich gut, so alles andere ist vielleicht ein bisschen zu bunt, aber das ist ja eine andere Sache. Das Ding ist aber, dass natürlich eine Joanna Zimmer, die jetzt irgendwie natürlich da als blinde Kandidatin war, jetzt irgendwie nicht, sag ich mal, einen gewissen Charakter da mitgebracht hat. Mal war es nur so eben diese Bewegung, da waren ihre Helferlein, die so eben gekrabbelt sind. Da war kein Charakter. Genauso wie halt eben letzte Woche bei Phoenix mit Samuel Koch. Und das ist eben so das, weswegen ich sagen muss, auftrittmäßig und dass sie meinen allergrößten Respekt zollt, hat sie. Aber charakterlich, vom Charakter, den sie verkörpert hat, kam nicht irgendwas rüber, was für mich irgendwie Galaxis ausgemacht hat. Und das finde ich jetzt ein bisschen schade für ein Kostüm, wo man sich ja selbst, sag ich mal, was ausgedacht hat. Was machen wir? Wir machen was Skurriles. Wir nennen es Galaxis. War mir dann dafür zu wenig vom, sag ich mal, vom Schauspielerischen, vom Charakterlichen. Machen wir weiter mit Platz Nummer 9. Und auf Platz 9 ist für mich der Koala. Pol Pot, super gemacht. Fahrrad gefahren, schon mal coole Storyline mit dem Lieferdienst hier hinten drauf. Eukalyptus, ja. Und beißt eben so auf Eukalyptus rum. Hat nicht gesprochen, dadurch halt eben, dass man ihn vielleicht hätte eben erkennen können. Ja, aber auch hier eben jetzt nicht irgendwie Charakter gezeigt. Der Unterschied ist hier aber im Gegensatz zu Galaxis, dass da zumindest ein gewisses Storytelling war. Dass eben das Fahrrad da war, eben beim ersten Auftritt mit Take on Me, dass da gebissen wurde, so von wegen, ach hier, ich lenke mich ab. Ich esse was hier als Koala. Das ist so ein bisschen zumindest so eine kleine Interaktion gewesen. Aber ansonsten war da für mich jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, ein Charakterzug, der für mich ausgemacht hat. Das ist der Koala. Wisst ihr, was ich meine? Und das hat mir halt so ein bisschen gefehlt bei einer Maske, die ich sehr, sehr süß finde und die ich auch hinter mir als Kuscheltier habe. Ich habe einige, aber nicht alle, weil alle will ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil zum Beispiel könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, aber ich habe tatsächlich nicht Wuschel. Ich sag mal, was ich nicht habe. Ich habe nicht Wuschel, ich habe nicht Leopard. Was ich noch haben will, ist tatsächlich Monsterchen. Aber der ist immer ausverkauft. Das finde ich immer so schade, weil sonst hätte ich den, glaube ich, auch schon gehabt. Aber jedenfalls, ja. So viel also zum Koala. Und meinem Platz Nummer 9. Machen wir weiter mit Platz 8. Und ja, auf Platz 8, man mag es kaum glauben, ist für mich die Disco-Kugel. Ja, Disco-Kugel. Janet Biedermann. So ein bisschen, sag ich mal, schauspielerisches war da jetzt nicht. Da war eben erste Show, so von wegen das mit,
Jemand sitzt ganz oben, schon so dieser Aufbau eben für den letzten Auftritt. Aber da war jetzt nicht irgendwie etwas, was Disco-Kugel ausgemacht hat. Ja, der Po war mal eingedrückt und was weiß ich, aber wo ist da irgendwie was Charakterliches gewesen? Irgendwas, was auch heute noch hängen bleibt. Was hat Disco-Kugel ausgemacht? Letztendlich eigentlich nur die Stimme, wenn wir ehrlich sind. Und manchmal so diese, hui, diese Drehung, sag ich mal. Ich will mich jetzt hier nicht mit meinem Stuhl drehen, aber das finde ich ist so ein bisschen schade. Und deswegen belegt Disco-Kugel für mich eben nur Platz 7. Nee, nicht Platz 7, Platz 8. Ich habe mich gerade versehen. Denn wir kommen jetzt zu Platz Nummer 7. Und ja, Platz 7 belegt für mich, vielleicht für euch ein bisschen überraschend, so weit oben, ist aber für mich die Möwe. Möwe hat einen auf Comedian gemacht. Ich bin ein Comedian, ich watschel hier hin und her so ein bisschen, hat man ja gedacht. Also man war ja irgendwie bei Otto Waalkes, Thomas Hermanns, auch so ein bisschen Ingo Zamperoni, dass er da ja auch so ein bisschen eben eine lustige Rolle spielt. Letztendlich steckte dann ja Tscherno-Jubertay darunter. Wo ich ja immer noch sage, das ist einer der beiden Promis, den ich an sich nicht kenne. Gesehen, ja, habe ich ihn irgendwann mal. Aber das war es dann auch. Also da war jetzt nicht irgendwie was charakterlich. Nee, also mehr war da jetzt nicht vom Promis. So, charakterlich hat mir es aber gefallen, dass er eben einen auf Comedian gemacht hat. Was wir auch schon angesprochen haben. Comedians spielen eher so den Ernsteren und so andere spielen eher so dieses etwas Lustigere. Wie Tore eben mit Monstronaut und eben jetzt hier zum Beispiel Tscherno-Jubertay als Möwe. Das hat er lustig gemacht, lustig geantwortet bei den Fragen und wie er so reagiert hat. Das fand ich lustig, von daher hat er da schon so ein bisschen auch, sag ich mal, einen Charakter mit reingebracht, diesen Charakter gespielt und belegt für mich demzufolge hier eben Platz 7. Genau, nicht mit den Zahlen versehen. Platz 7. Kommen wir also als nächstes zu Platz 6. Und damit so gesehen den letzten der 5 Plätze von den unteren, wenn man es so sehen will, im Mittelfeld. Und ja, ihr habt euch schon gewundert bestimmt, wann kommt diese Maske? Warum ist die bei dir so weit oben? Ist für mich Brilli. Brilli ist ja bislang die einzige Maske gewesen, die ja auch von jemandem entworfen wurde, von, boah, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das Mädchen hieß. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Jedenfalls, was für mich aber diese Maske ausgemacht hat, ist so ein bisschen dieses Unscheinbare, dieses Lustige, Freakige. Und doch dieses Spielerische, so ein bisschen lehrerinmäßig, sag ich mal, kommt das rüber und so mit der Brille zurechtgerückt. Und ich finde, das hat Janine Michaelsen Hammer gemacht. Ich habe sie eine Staffel davor noch als Heldin vermutet, zumindest ja kurz, ehe das ja dann offensichtlich natürlich war, aber jedenfalls habe ich in letzter Sekunde noch so gedacht, ist es Janine Michaelsen? Und habe sie ja dann doch noch erraten. Staffel 6 war ja, glaube ich, mit meine erfolgreichste Staffel, wenn ich mich jetzt nicht irre. Weil ich glaube, bis auf Tscherno-Jobatai habe ich alle erraten. Ja, bis auf Tscherno-Jobatai habe ich alle erraten. Das ist demzufolge meine erfolgreichste Staffel auch tatsächlich. Jedenfalls. Und Brilli, finde ich, hat das so lustig gemacht, die auch so gezittert hat, dieser schon so gewisse Charakterzüge eben mit eingebracht hat und das eben, obwohl sie leider schon in der ersten Show rausgeflogen ist, finde ich ja immer noch sehr, 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 sehr krass irgendwie diese Entscheidung, weil da sitzt das Mädchen und da ist die Maske, die sie entworfen hat und alle wählen diese Maske raus. Also, das fand ich schon so ein bisschen, Ich will jetzt nicht sagen grenzwertig, aber irgendwie doch schon so ein bisschen. Schreibt mir gerne eure Meinung aber dazu in die Kommentare. Ja, das waren so gesehen die unteren 5 Plätze. Kommen wir also zu Platz 5. Und mein Platz 5 ist der Seestern. Erster Fritzi Bauer hat das lustig gemacht und ich weiß noch, Don't Rain on My Parade,
so mega gesungen und irgendwann in anderen Auftritten ging so ein bisschen die Puste aus. Hat einen auf lustig gemacht. Ja, man kann jetzt ein bisschen hier argumentieren, so richtig charakterzugmäßig war da jetzt nicht so viel, aber das hat so ein bisschen aber auch das ausgemacht, was, wie sie aber auch mit anderen interagiert hat. Wie sie da rumgesprungen ist, rumgegangen, dann so das hier so mit dem Verstellen auch des Sterns, ist ja so dieses Muster, dass wenn man ja so rüber geht, hoch und runter, dass das hier eine andere Farbe hat. Dann geht hat sie schon, sage ich mal, so diesen gewissen Charakter gezeigt. Ja, man kann so argumentieren, auch Seestern hat jetzt vielleicht weniger eingebracht als Brilli oder Möwe. Das heißt, die müsste eigentlich oder könnte weiter unten stehen. Kann man genauso argumentieren. Was ich aber, wie gesagt, so besonders finde, ist halt eben, wie sie diese Rolle trotzdem umgesetzt hat. Dass sie bei den Auftritten alles gegeben hat und dann darüber hinaus eben immer noch bei den Fragen lustig geantwortet hat. So ein bisschen auch selbstironisch oder ironisch eben. Und das hat mir dann eben bei Seestern echt, echt gut gefallen. Ja, leider nicht auf dem Podium. Mein Platz 4 geht an eine tolle Maske, nämlich der Gorilla. Rurik Gislason. Der hat das mega gemacht. In der ersten Show hätte ich ihn gar nicht vermutet. Und mehr kam ich ja zu ihm. Ich weiß noch, ich glaube, da war ich im Urlaub, als ich das mit Rurik gesagt habe oder eine Show davor mit den Buchstaben, weil das habe ich ja dann auch irgendwie gesehen und dachte so, okay, was können diese Buchstaben ja bedeuten? Und ich finde, er hat die Rolle gut gespielt. So ein bisschen diesen Adligen, diesen, nee, hochnäsig ist das falsche Wort, dieser adrett gekleidete Gorilla, der sehr vornehm ist, der adelig ist, der sich nichts sagen lässt. Und das hat er gut rübergebracht die ganze Zeit. Seine Tanzmoves dann Richtung Ende, wo er leider rausgeflogen ist. Ich finde, eigentlich ein Finalist, wenn wir ehrlich sind. Dafür dann Disco-Kugel nicht. Ich hätte Disco-Kugel gestrichen und dafür dann Gorilla ins Finale gewählt. Er hat das so mega gemacht. Hat diese Rolle so gut gespielt. Hat seine Brille auch mal zurückgerückt und oder so gekrault, so oben auch. Das hat er gut gemacht. Halt eben so ein bisschen auch wieder so Moves, wie eben in der ersten Staffel Grashüpfer mit den Verbeugen und mit dem Kopf zur Seite legen. Und von daher hat er das dahingehend echt, echt toll umgesetzt, dem Gorilla einen Charakter gegeben und belegt dadurch für mich trotzdem eben nur Platz 4. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Und mein Platz 3 geht an den Dornteufel. Dornteufel hat auch seine Rolle echt gut gespielt. So ein bisschen dieses vorsichtige Tier, das dann aber mehr und mehr ausgebrochen ist, das Tanzmoves gezeigt hat. Und trotzdem irgendwie so facettenreich war. Ich weiß, der erste Auftritt hier, Lana Del Rey, Young and Beautiful. Mega. Und hat auch immer so dann den Kopf so bewegt und so, manchmal so ein bisschen zurückhaltender, dann ein bisschen offensiver. Das war schon so ein Hin- und Her-Switchen vom Charakter und vom Spiel eben vom Dornteufel. Und ich finde, das hat Mark Keller mega gemacht. Das bringt ja auch natürlich so ein bisschen seine Rolle eben im Bergdoktor natürlich auch eben mit. Also von daher, er hat da auch Charakter reingebracht und nicht einfach nur irgendwie die Auftritte gehabt, sondern auch diesen Charakter gelebt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir kommen langsam zur Entscheidung. Und auf Platz 2 ist für mich tatsächlich der Ork. Ork finde ich war mega in dieser Staffel. Nora hat dieses Konzept verstanden, hat die Stimme verstellt und das hat für mich eben diese Staffel eben mit ausgemacht. Und jetzt da eben drüber hinaus, dieser Bauch nach vorne, lacht, schwingt mit der Keule, macht Späße, spricht andere Sprachen, guckt auf die Füße, interagiert auch so mit Matthias. Das war lustig und cool anzusehen, das muss man hier ganz klar sagen und deswegen, hat Nora diesen Charakter wirklich zu dem gemacht, was Ork ausgemacht hat. Und weswegen man irgendwie dann auch Ork geliebt hat. Am Anfang, Auftritte waren nicht cool, aber dachte ich so,
Was ist das denn für eine Maske? So dieser Bauch, der da ja so komisch auch so nach vorne hängt. Man sieht es ja auch auf dem Bild. Aber das hat sie geil gemacht. Das hat sie mega gemacht und von daher, top. Ja, aber auf Platz 1 und das muss man leider so sagen, ist für mich Zebra. Zebra von Anfang an, diese spielerische. Dann, da, dann, so rumgehüpft, mit dem Rateteam interagiert. Du Way, was magst du eigentlich an mir? Ich finde wirklich, ich habe ja damals auch so Kommentare gelesen, zum Beispiel nach Ella Endlicher, wo sie ja bei Let's Dance dabei war und wo viele so gesagt haben, ja, hier, zum Glück hat Pascal gewonnen. Für mich hätte Ella diese Staffel gewinnen müssen. Ich muss ausholen, damit ihr wisst, warum ich das jetzt ansprich, weil sie natürlich irgendwie eine gewisse Vorerfahrung hatte und viele konnten irgendwie auch die Emotionen nicht so abkaufen. Dabei war sie für mich dahingehend eine verdiente Gewinnerin oder tatsächlich dann Benjamin Pivko damals, der sich gesteigert hat. Das ist aber eine andere Geschichte. Aber wenn man jetzt davon ausgeht und man so sagt, ja hier mit Vorerfahrung und so und Mr. Langweilig, man war am Anfang, finde ich, nicht bei Ella Endlich. Man war bei Caroline Kebekus, man war bei Anke Engelke und erst so ab Show 3, 4 kam mehr und mehr Namen auf eben mit Ella. Und dann so, oh, das ist Ella Endlich, oh, das könnte Ella Endlich sein. Aber so am Anfang gar nicht. Und diese spielerische, verspielte, dieses niedliche, dieses zurückhaltende hat sie mega verkörpert und ist für mich die beste Person, das beste Kostüm vom Charakter gewesen in der 6. Staffel. Wie seht ihr das? Schreibt euer Ranking dazu sehr gerne unten in die Kommentare hin. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben, nicht vergessen. Abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch immer zu den Videos hier benachrichtigt werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff, Tor. Ciao, liebe Top von mir und Zimmer, Singer-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.